Ein herzliches Hallo und willkommen bei den Dogspotters. Neben mir sitzt gerade der Regisseur des Films Master of the Universe, Mark Bauder. Erstmal herzlich willkommen und danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Heute möchten wir mit Ihnen über Ihren Film Master of the Universe reden. Dort geht es für die Zuschauer nochmal um einen Investmentbanker, der das System der Banken- und Finanzwelten erläutert und uns einen unglaublich verständlichen, wie ich finde, Einblick in diese Parallelwelt gibt. Meine erste Frage wäre jetzt, mich würde alles interessieren, wie Sie denn auf diesen Investmentbanker Rainer Voss gestoßen sind. Na, ich wollte einen Film machen, der sich eigentlich mit dieser Innenperspektive mal beschäftigt. Also alles, was wir bis dato gesehen haben, sind eigentlich Versuche von außen nachträglich zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und ich habe eigentlich Menschen gesucht, also ehemalige oder aktive Banker, was sich als sehr schwierig herausstellte, weil für die es eigentlich gar keinen Grund gibt, mit mir zu sprechen. Weil sobald sie anfangen, mit mir zu sprechen, werden sie eigentlich in dieser Familie, in der sie sich bewegen, kritisch beäugt. Und es war ein sehr großes Glück, diesen Rainer Voss zu finden. Eine Vermittlung hatte ein finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, den ich kennengelernt habe im Zuge eines anderen Projektes, wo es um dieses Dreieck Politik, Wirtschaft und Medien ging. Und er erzählte mir, dass er bei manchen spezifischen Fragen eben einen Menschen hätte, der sehr offen erzählen würde und auch mit seiner eigenen Geschichte sehr offen umgehen würde. Und dann war er praktisch der Schlüssel und der Türöffner zu uns beiden. Und wie haben Sie es denn geschafft, dass er sich vor der Kamera quasi so geöffnet hat, dass er so viel erzählt hat über das ganze System? Vertrauen. Also du kannst keine Dokumentarfilme über Menschen machen, denen du nicht ein Stück weit auch was von dir gibst. Und wir haben halt sehr viele Vorgespräche gemacht und natürlich musste er schon auch die Themen und die Tiefe, in die es auch in dem Film geht, und die Fragestellungen waren ja bei ihm da. Also er war zu dem Zeitpunkt schon seit 2 Jahren nicht mehr in diesem Beruf drin und hatte sich schon auch selbst kritisch mit diesen ganzen Geschichten von sich auseinandergesetzt. Insofern brauchst du schon jemanden, der auch bereit ist, sich so zu öffnen. Und gleichzeitig musst du ihm auch den Boden geben, dass er sich auch öffnen kann, ne? Also es geht um Vertrauen. Film machen ist Vertrauen. Und Ihre Intention, war der Film quasi als Aufklärungsfilm für die Gesellschaft gedacht? Nö, also es ist ein Film, der eigentlich versucht zu entmystifizieren. Also es ist ja kein klassischer Aufklärungsfilm, sondern eher der versucht, Puzzleteile, die wir bis dato isoliert gesehen haben, mal zusammenzutragen, um festzustellen, dass man gar nicht so viel Angst haben muss vor dieser Welt und vor allem, dass diese Welt, diese Parallelwelt der Finanzen uns auch irgendwie was erklären muss. Dass wir ein Unverständnis haben oder dass wir unmündig sind, sondern die müssen auch uns erklären, was da passiert. Und die Politik muss uns mitnehmen und Medien müssen transferieren. Die müssen praktisch auch irgendwie diese Sprache, diese abstrakte Sprache übersetzen können. Dafür ist der Film. Also der Film will einfach zeigen, habt keine Angst, lasst euch nicht mit dieser ersten Antwort zufrieden oder abspeisen, sondern fragt auch nach. Man kann auch Politiker fragen. Also es ist ja alles so, dass man sich nicht mehr traut, sich irgendeine Position zu haben, weil man es gar nicht versteht. Und dass dieser Film nimmt die Schichten weg und zeigt eigentlich das Fundament. Ne? Sie laufen ja dann auch mit Herr Voss durch so ein altes Bankgebäude. Was war Ihnen denn wichtig bezüglich des Drehortes? Der Drehort ist ein zweiter Protagonist. Also Architektur erzählt sehr viel auch über die Epoche, in der sich Menschen befinden. Und die Architektur, ne, hat Deutschland auch eine rückreichende Erfahrung auch mit Architektur. Also wenn ich mir die Architektur in den 30er Jahren angucke oder so. Nee, aber also eigentlich ist das Gebäude ein zweiter Protagonist, weil wir füllen, wir benutzen ihn als Reflexionsebene für ihn oder als auch Anregung. Ne? Das ist wie so, man wandelt durch dieses Gebäude, wie man durch diese Geschichte von ihm oder auch seines Lebens wandelt. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir diese Räume mit neuen Inhalten füllen. Also es war schon von Anfang an klar, dass dieses Gebäude auch eine Rolle spielt und wir haben auch bewusst ein Gebäude im Finanzzentrum gesucht. Und gleichzeitig eben auch dann praktisch diese Klischeebilder, die wir haben, so von Börse oder sowas, ganz bewusst wegzunehmen. Und wir wollten eigentlich diese Geschichte mit neuen Inhalten füllen. Und gab es denn schon Reaktionen von der Bank, von der Voss, von der ehemaligen Bank? Ja, aber da dadurch, dass diese Bank nicht genannt wird, kann sie auch nicht reagieren. Ich habe ja nicht gesagt, dass eine bestimmte Bank, das ist auch Teil des Konzepts, es geht nicht darum, also den Namen von ihm erfährt man erst im Abspann, weil es nie darum geht, wie er genau heißt. Es ist nicht wichtig, wie alt er war, ist, wie viele Kinder er hat, weil das sind alles so Bilder, die es uns ein bisschen zu einfach machen. Und wir wollten eigentlich so ein Psychogramm erstellen von den verschiedenen Facetten und eben, wir haben verschiedene Geschichten erzählt, die man zusammenbaut. Ich hätte jetzt auch einen Film, also Filme werden ja immer vereinfacht und dann halt über eine Bank. Dann sagt man, naja gut, wenn man die Bank abschaltet, dann ist das Problem gelöst. So ist es ja nicht. Insofern, ich wüsste jetzt nicht, was die Bank machen sollte. Sie müsste ja zuerst sagen, dass er für sie gearbeitet hat. Und ich weiß nicht, ob die das wollen. Also wichtig für ihn war quasi die, wie Sie schon schön gesagt haben, Entmystifizierung. Ja klar, also nur so kannst du anfangen, dich wirklich tiefer damit auseinanderzusetzen.
Also man neigt ja dazu, das alles zu vereinfachen, und man hat sich an einem Ackermann irgendwie schön abgearbeitet, ja? Aber neben Herrn Ackermann saßen im Vorstand noch 10 andere, die wir nicht kennen. Den Namen wir nicht kennen, Gesichter, doch, man könnte ihn rausfinden, aber die Gesellschaft macht es sich ein bisschen zu einfach, sich an einem Person abzuarbeiten. Und deswegen wollten wir das eben auf eine weitere Ebene ziehen. Gut, wenn ich meine Meinung noch sagen darf, unglaublich interessant, unglaublich lehrreich der Film. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Am 7.11. kommt er in die deutschen Kinos, wenn ich richtig bin. Genau. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und Ihnen noch viel Erfolg mit Ihrem Dokumentarfilm. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.